Servus Freunde, heute mal ganz entspannt unterwegs zu einem Wanderweg, mal Ruhepol so an einem kleinen Fluss mitten in der fränkischen Schweiz. Einfach mal ausklingen lassen. Die letzten Wochen waren mehr als stressig und ja, wenn ihr wollt, begleitet mich einfach mit. Was für eine Wurzel, absolut geil. Ein schönes Stück durch Zufall am Wegesrand. Das macht doch mal wieder Spaß. Auf geht's. Ich bin jetzt angekommen bei meiner kleinen Tour. An dem Punkt, wo ich hin wollte, zu den Winterstufen. Wir liegen hier mitten in der fränkischen Schweiz, in einem wunderschönen Tal. Der Weg war nicht so ewig weit, Gott sei Dank. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen das Pech durch diese hohe Wärme jetzt wieder, dass der Fluss nicht allzu viel Wasser führt. Aber das Lillachtal ist an sich sehr, sehr schön. Es ist wirklich traumhaft. Man ist momentan hier schwer am Bauen, die Wehe wieder richtig schön in Ordnung zu bringen. Und ich habe natürlich ein paar Aufnahmen gemacht hier von den Winterstufen, die nebenbei sehr kalkhaltig sind und nur 2 bis 3 mm im Jahr wachsen. Die stehen hier natürlich unter Naturdenkmalschutz und das ist wirklich schön zu sehen mit der Übermoosung. Es ist schade, dass natürlich jetzt nicht so viel Wasser fließt, aber damit müssen wir leben. Die kleine Tour hat sich wenigstens in der Hinsicht echt gelohnt. Viel Spaß, ich zeige euch noch ein paar Bilder.
Ja, Freunde, ich hoffe, die kleine Tour im Millachtal zu den Sinterstuben hat euch gefallen. War bloß eine kleine Tour, war aber eine geile Tour, war richtig entspannt für mich und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wer den Kanal noch nicht kennt, dann ganz einfach den Abo mal anklicken und ihr seid dabei, wenn es wieder mal auf Tour geht. Es ist ja momentan einiges geplant. Zurzeit war ja wirklich das Elend, oder es ist immer noch bis vor kurzem gewesen, dass der Laptop kaputt war. Und ja, jetzt geht es erstmal viel am Schneiden. Es gibt viel nachzuholen bei voll weggeschnitzt und einigen anderen Sachen. Lasst euch einfach mal überraschen. Die nächsten Tage und Wochen wird es dann so einiges an Material geben. Okay, bis hierhin. Ich danke euch fürs Mitbegleiten, fürs Mitkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann, euer Zen. Ciao.